Heute back ich, morgen brau ich, übermorgen zieh ich alle Hater zu mir hin. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich auf eure Meinung Sturgang habe. Einen wunderschönen guten Abend. Heute gibt es bei uns gebackenen Camembert mit Knoblauchbaguettes und natürlich alles selbstgemacht. Und dazu brauchen wir Hefe, die habe ich schon mal aufgelöst. Das ist frische Hefe. Dann Salzstangen. Wasser, natürlich Camembert, Knoblauchöl, Mehl, Eier, Butter und auf der Butter sitzt schon ein bisschen Salz, um genauer zu sein, einen Teelöffel. In den Hefeteig kommen jetzt rein, also die Hefe, einen Würfel habe ich dafür genommen und habe den mit ein bisschen warmem Wasser aufgelöst. Und so ungefähr ein Teelöffel Zucker, dass die Hefe gut Futter hat. Jetzt kommen noch dazu 250 bis 300 Gramm Mehl. Ich nehme immer 300, das geht besser. von mir aus. Dann habe ich hier 50 Gramm Butter. Wie gesagt, ungefähr noch ein halber Teelöffel Salz noch dazu. Ein Ei, das auch ungefähr Zimmertemperatur haben sollte, damit sich die Hefe nicht erschreckt. Puh! Und dann bei Bedarf noch etwas Wasser. Auch wieder lauwarm, damit die Hefe sich nicht erschreckt. Ich mache erstmal ein bisschen weniger Wasser rein und knete das Ganze durch. Wenn ich mehr brauche, kann ich aber Asservier reingießen. Ich knete das Ganze jetzt schön mit der Hand durch. Man kann natürlich auch ein Handrührgerät nehmen oder eine Küchenmaschine, wenn man sowas zur Verfügung hat. Ich knete alles mit der Hand, weil ich muss den Teig spüren und ich bin eher der manuelle Typ. Wie ihr seht, ist der Teig ein bisschen flüssig geworden, war also ein bisschen zu viel Wasser, aber das macht nichts. Wir können ruhig noch ein bisschen Mehl dazugeben. Und wieder kneten. Ein Hefeteig lebt davon, dass er gut geknetet wird und lange ruhen kann. Deshalb werden wir das Video zwischendrin ab und zu mal stoppen, um dem Hefeteig die nötige Ruhe zu geben. Aber keine Sorge, es soll euch nicht langweilig werden. In der Zwischenzeit bereiten wir unseren Camembert vor. So. So ungefähr sollte der Teig dann aussehen. Wenn noch ein bisschen Mehl wie bei mir hier übrig bleibt, ist das nicht schlimm. Ich hoffe, dass es für euch auch nicht schlimm ist. Für mich ist es nicht schlimm. Und dann geben wir den Teig, machen eine schöne Kugel. Und wenn wir eine schöne Kugel haben, geben wir den Teig in unsere Teigschüssel zurück und stellen ihn an einen warmen Ort, wo er ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde sich ausruhen kann und gehen kann. Zum Panieren brauchen wir jetzt ein bisschen Ei, habe ich hier zwei Eier genommen, dann ein bisschen Mehl. Und dann habe ich mir was Tolles ausgedacht. Ich paniere heute mit Salzstangen. Natürlich nicht mit ganzen Salzstangen, sondern mache sie vorher klein. So sollte es ungefähr dann aussehen. Wer es noch ein bisschen feiner mag, kann das gerne machen. Ich mag es lieber ein bisschen gröber, dass man auch noch was von den Salzstangen spürt. Bevor wir jetzt panieren, verquirle ich noch die Eier ein bisschen mit der Gabel. Würzen brauchen wir sie ja nicht, es sei denn, ihr möchtet noch ein anderes Gewürz außer Salz, weil die Salzstangen ja schon gewürzt sind. Deshalb Salzstangen.
Dann kannst du mit dem Panieren losgehen. Wir nehmen einfach einen Camper, Marke egal, bisschen in Mehl gewendet, dann in Ei. Dann in die Salzstange. Ich habe extra ein hohes Gefäß genommen, dass die Salzstangen von allen Seiten gut rankommen. Und dann legen wir ihn kurz beiseite. So sehen die Camemberts dann fertig aus, wenn wir sie fertig paniert haben. Und jetzt gucken wir mal, was unser Teig sagt. Der müsste doch eigentlich schon gegangen sein. Hui, ist der groß geworden. Wir holen ihn jetzt mal aus der Schüssel raus und kneten ihn nochmal vorsichtig durch. So, rausholen. Schüssel stellen wir beiseite. Nehmen noch ein bisschen Mehl, dass er uns nicht anpackt an der Unterseite. Und dann kneten wir ihn nochmal schön durch. So, da es ein bisschen viel Teig ist, nehme ich ein bisschen was weg. Das werde ich nachher irgendwie andersweitig vertun. Vielleicht mal irgendwie noch ein Gebäck backen oder so. Und das andere rolle ich jetzt aus für mein Baguette. Ich habe natürlich jetzt keine Bäckerausbildung, dass ich sagen könnte, ich mache das perfekt. Aber ich mache es perfekt genug für meinen Mann. Dem schmeckt's. Jetzt legt man das Ganze aufs Backblech. So. Ich habe das Backblech mit Backpapier ausgelegt, dass es nicht härten bleibt. Und dann schneide ich in den Teig ein paar Ritze rein. Damit das Ganze auch ein Knoblauchbaguette wird, habe ich hier Olivenöl und klein geschnittenen Knoblauch und damit bepinsel ich das Ganze jetzt. Schön dick und gleichmäßig, weil wir lieben Knoblauch. Das Ganze schön in die Ritzen verteilen. Man kann das natürlich auch mit verschiedenen Kräutern machen oder Käse oder wie auch immer, je nachdem wie seine Vorlieben sind. Wir lieben halt Knoblauch und deshalb mache ich Knoblauchbaguette zum Abendbrot. Schön in die Ritzen stecken. So, und dann schiebe ich das in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Die restliche Hefe, die noch übrig war, wo ich gesagt habe, dass es zu viel ist, die habe ich jetzt in den Backofen, nicht in den Backofen, in den Frost natürlich, gemacht, in eine schöne Gefriertüte und zugemacht und in den Gefrierschrank gemacht. Da kann man dann bei Gelegenheit mal Brötchen draus machen oder irgendwas anderes. Hefe kann man einfrieren, genauso wie alle anderen Teige auch, finde ich. Mir hat man mal gesagt, im Kühlschrank bzw. im Gefrierschrank schläft die Hefe nur und man taut das dann wieder auf und verwendet es ganz normal weiter. So, und jetzt braten wir unsere Camembert.
Wenn ich wissen will, wie heiß das Öl ist oder ob's Öl heiß genug ist für meinen Braten, halte ich ein Holzstäbchen ins Öl und dann sieht man kleine Bläschen aufsteigen. Dann weiß ich, dass mein Öl heiß genug ist, um damit zu frittieren. Bei einer Fritteuse macht sich das natürlich anders, aber ich habe keine Fritteuse. Und dann gebe ich vorsichtig den ersten Camembert ins Öl. Bei der Temperatur sollte man aufpassen, dass der Camembert nicht verbrennt und innen noch fest ist. Bisschen bewegen das Ganze, dass es nicht anbeckt. Immer schön bewegen. Damit man sie möchte, dass alles außenrum gleichmäßig innen weich wird, ab und zu wenden. Also ich wende das Ganze zweimal, dass jede Seite zweimal im Öl schwimmt. Beim Öl habe ich diesmal Sonnenblumenöl genommen, aber man kann auch Rapsöl nehmen oder anderes Öl. Was nicht geht, sind so kalt gepresste Öle, wie zum Beispiel Olivenöl oder Walnussöl oder sowas. Das würde ich hier nicht nehmen, da geht einerseits der Geschmack kaputt und andererseits eignet sich es überhaupt nicht dazu. So, der Camembert, der erste, ist fertig. Bisschen abtropfen lassen und dann lege ich ihn auf einen Teller. Und dann brate ich noch die restlichen drei. So, der letzte Camembert ist auch fertig. Und damit die schön warm bleiben, bis der Spaghetti fertig ist, schiebe ich die Camembert noch in den Ofen. Hui, das ist ja groß geworden. Das wird wohl kein Baguette, das wird eher ein Brot. Aber es braucht noch einen Moment. Es ist noch ein bisschen Platz oben die Nase. So, unser Knoblauchbrot ist jetzt fertig. Also, was eigentlich ein Baguette werden sollte. Und dann holen wir es mal raus. Wir hatten es jetzt circa 25, 30 Minuten im Ofen. Was wir heute nicht schaffen, können wir natürlich auch morgen essen. Es wird ja nicht schlecht deswegen, nur weil es einen Tag liegt. Genauso den Camembert kann man in der Mikrowelle oder auch nochmal im Backofen ein bisschen warm machen. Kann man auch am nächsten Tag noch essen. Schatz, Essen ist fertig!